Trophäe. Meisterdieb. Ist er das? Ich denke schon. Ey, guck mal nach hinten. Das reicht mir. Lauf! Wohin? Ich lauf schon die ganze Zeit. Was hast du vor? Nicht nachdenken. Ja, das geht ja noch. Ubisoft Original. Warum sind wir jetzt oberkörperfrei? Und wer ist das? Ah, das Strand wieder, oder? Cool. Ich gehe wieder rauf. Kernherausforderung abgeschlossen. Ein neuer Tag. Eine neue Prüfung. Ich sollte zurück. Sind wir jetzt in der Zukunft? Ich meine, das war ein Traum. Was war denn das im Wasser? Hallo, Kumpels, was geht ab? Wer soll es dann tun? Da bist du ja. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Nur zu übe den Todesschwur, wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Ja. What? Habe ich was versandt? Aber Diri. Ja. Felsen klettern. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Sachte, Basim. Sachte. Und so. Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Das war toll. Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Wir haben sie überlebt, also. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin.
Kehren wir zum Lager zurück. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in El Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meisterin. Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Suche noch Fulad. Fulad da. Keine Ahnung, der war bestimmt wieder falsch. Ich glaube, Eich sollte die Leber nicht beklauen, oder? Und wo ist der? Oh, schön. Lesen. Eine Dankesgabe, o ihr Schatten aller Muts. Ich war verzweifelt, scharrte unter dem Fuße eine so mächtigen, dass ich keine Erlösung sehen konnte. Und dann, wie durch ein Wunder, verschwand die Last und ich konnte wieder atmen, denn mein Feind war von der Schatten erlegt worden. Ich betete, dass dieses Zeichen meiner Dankbarkeit euch erreicht. Ich glaube, das wird es. Ihr wart es schließlich, die meinen Glauben wiederherstellten. Ein dankbarer Fremder. Wer bist du? Bist du der, was ich sage? Nein. Ich komme vielleicht darauf zurück. Natürlich. Ah. Ah, was ist das in der Ecke? Hier. Eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift, damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Boah, süß. Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Ist klug und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld, begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulad. Bis später dann. Wir bin in der Laufbursche. Okay, ja, ich verstehe, ich bin der Neue, ich bin der Youngster. Solche Aufgaben bleiben wohl uns. Ja. Das ist es nicht. Sei nicht so wählerisch. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Und vergiss die Feder nicht. Fulad, erinnere die Bruderschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder und jeden Auftragsbericht nach Alamut zu schicken. Jede Feder ist ein Sieg. Sie müssen gesammelt und verzeichnet werden, auf dass die nicht auf den Abfallhaufen der Geschichte enden. Dies ist weit mehr als nur eine Zeremonie. Zukünftige Generationen von Verborgenen werden sich von unseren Aufzeichnungen leiten lassen. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft begründen. Sie darf nicht ausgelöscht werden. Mentor Raihan. Nein, das ist kein Lederstreifen. Diese Kräfte innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban? Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen, und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern.
Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei, Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Also die Taliban, die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? Ich will raus. Frieden, Sadiq. Lesen. Die erste Klinge. Liebe Rosaan, ich lege meinem Brief ein seltenes Fundstück bei. Eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge. Die ersten. Du siehst ihren Namen. Xerxes Schrecken. Dies war Darius Waffe. Ich weiß nicht, ob unser berühmter Vorfahre nach seinem Verrat jemals in sein geliebtes Persien zurückkehrte. Aber ich dachte mir, dieses Bild seiner Klinge sollte in seinem Geburtsland zurückkehren. Und zu dir. Itamos, der Grieche. Und jetzt? Kann ich es haben? Kann ich mir es nachbauen? Lass mich ziehen. Azadeh, wie ich höre, suchst du immer noch. Du jagst Gerüchten hinterher und rufst meinen Namen. Die Frau, die du verfolgst, ist tot. Und dieser Name liegt mit dir begraben. Ich bin Rosan, niemandes Tochter. Schwester vieler, ich ertränke meine Schmerzen in der Bruderschaft. An dieser Gemeinschaft kannst du keinen nahen Anteil haben, denn die Sache ist grausam zu unseresgleichen und ich lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Dreh um, alte Freundin, such nicht länger nach mir. Alter, ihr seid alle voll debri. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Said. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Rivka. Wie vor euch ist Rivka? Da fahren wir wieder so weit weg. Oh, das ist mal Brenner in die Hand. Oh, voilà. Rivka? Basim, Basim. Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Oh, danke schön. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Geilo. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Dann geh zum Übungsgelände. Zeig ihr dein neues Schwert. Ich freue mich schon. Menü geht nicht. Ich wollte doch speichern. Geht doch. Denn wir speichern hier. Und dann machen wir Schluss.
und bedanke mich bei allen, die was dabei waren. Man sieht sie bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's es gut. Ciao.